Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir Shuttle Commander und wie der Name schon sagt, wir sind unterwegs im Space Shuttle und können verschiedene Szenen erleben, zum Beispiel den Start, die Landung oder auch wir können im All verschiedene Reparaturarbeiten erledigen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr cool gemacht. Bei mir geht es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren, Woodcus VR, Pomann Events, Peter Wasmer, Andy Defelzer, VR Ambassador, Virtual Escape und Adams Group. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Ich habe schon ein bisschen geschaut auf meinem englischen Kanal, wie immer. Und ja, wir können hier verschiedene Sachen erledigen oder machen. Und wir können uns erstmal das Take-Off anschauen. Von dem Space Shuttle. Ich werde natürlich jetzt nicht alle Sachen komplett durchgehen. Wir wollen ja nur mal reinschauen, was man hier machen kann, weil sonst braucht ihr es ja dann auch selber nicht mehr, wenn ihr alles schon seht, wie immer. Was ich hier ein bisschen schade finde, dass man das hier nicht überspringen kann. Ne? Also nicht jeder hat Bock, irgendwelche Texte zu lesen. Viele wollen einfach mal rein in die Experience. Da hätte ich mir gewünscht, dass man das hier einfach überspringen kann. Ist aber nicht so. Also wie gesagt, wir sind jetzt im Space Shuttle Discovery. Das startet vom Kennedy Space Center am 24. April 1990. Ja, und da gibt es jetzt halt die Start Experience. So, und jetzt schaut euch das mal an. Ist das nicht geil? Wie seht ihr das? Das sieht doch mal richtig geil aus, oder? Ich find's geil. STM is go. Safety console is go. SPE. SP is go. LRD. LRD Holy is go. Holy shit. SRO. SRO is go. You have a range clear launch. And CDR. Also wir sind jetzt hier wirklich in einer Aufrechtposition, ne? Und müssen jetzt auf den Start warten. Have a lot of fun out there. So, jetzt geht nämlich dieses Ding hier vorne weg, glaube ich. Genau. Eigentlich kann man natürlich hier nicht aus dem Fenster gucken. Gott, ich würde mich doch nicht in so ein Ding reinsetzen, oder? Würdet ihr das machen? Ich meine, ist zwar jetzt alles mittlerweile schon weit in der Technik, aber ich meine, da muss nur ein kleiner Fehler sein und schon ist man tot. Guck mal. Geil. Loud and clear. Oh oh, nur noch 90 Sekunden. Ne? Schade, dass hier niemand ist. Aber ich glaube, da ist in Wirklichkeit auch niemand, ne? Weil sonst würde die nämlich verbrennen. Beim Start. Ich glaube, da ist wirklich niemand in der Nähe. Oder? Weiß das jemand? Ich würde auf jeden Fall mich nicht in der Nähe aufhalten. Also ich finde, das sieht schon sehr, sehr cool hier aus. Ne? Kann man das eigentlich lesen? Ja, guck mal. Kann man sogar genau lesen, was hier steht. Water. Oh oh. We've had a hold. We do not know at this time what the problem is. Oh no. We're standing by for word, but the clock is holding at T-minus 31 seconds to a system failure. Na super, ein Fehler haben wir. NTD is CMPL. Go ahead. It's LCC. Was auch immer das bedeutet. And PV9 outboard front drain closed power is off, it should be on. No recommendation. And NTD, that we're in a no-go situation. We should have our open power and we do not. Or excuse me, our closed power. Tja, irgendwas okay. Ist im Arsch, Junge. And MTS, can we verify that the valve is closed? Negative. We right now show a open.
open position. We cannot verify the valve is closed. Let's do this with CNTF. Go ahead, CNTF. Okay, we're looking at OCC reads. We have the closed power on and the open position off. We can cycle one time and try to pick up the closed position, but we never pick up the closed power. Okay, and MTS, we have a message that we were blocked by a prerequisite sequence of DCL 18. Ay. What has happened is the ground launch sequencer would not hand off to the orbiter's computers to complete the count because the liquid oxygen fill and drain valve was showing off when it should be on. We've been holding 2 minutes. SD, this is CMTS. We're going to make an attempt to cursor that valve closed. We've got the prereq set off. Ah, wir können jetzt den B-Knopf halten, um das zu überspringen. Das machen wir jetzt mal. Dann geht's nämlich los. Yo! Yeah! Shake it, shake it! Alles noch fit bei euch? Kaut der Kaugummi oder was? Boah, das muss ja echt übel sein, oder? Ich glaube, mir wird der Schädel platzen. Unfassbar. Ja, so sieht das aus. Sehr cool gemacht. Aber jetzt gehen wir mal in eine andere Erfahrung rein. Wie gesagt, ich will das ja nur mal kurz anreißen, damit ihr seht, was man hier machen kann. Wir haben hier Missions. Und die erste habe ich schon auf meinem englischen Kanal gezockt. Jetzt schauen wir uns mal die zweite an. Irgendeine Service-Mission. Und man kann tatsächlich auch selber was machen hier. Zumindest war das in der anderen Experience so. The first image captured were drastically lower quality than had been expected. Spherical aberration. Also da gibt es irgendeine sphärische Störung. Ja, und jetzt müssen die da das Hubble müssen die reparieren. Wow. Wow, cool, oder? Gefällt mir ganz gut hier. Oh. Ah, geil, ich kann hier rumfliegen. Hey, geil. Die Frage ist, was ist die richtige Position? Oh nein, man kann es in beide Richtungen drehen. Woher weiß ich die richtige Position? Kann mir das jemand sagen? Ich drehe einfach so lange, bis er sagt, es passt. O1? Was hat er gesagt? Ah, warte mal, ich glaube, hier kann man irgendwo gucken. Ah. Use Tool. Keine Ahnung. Ach du Scheiße, wir können noch hoch und runter. Ja, ich glaube, dass die irgendwo gesagt haben, was man machen muss, aber irgendwie habe ich nicht aufgepasst. Auf jeden Fall kann man das hier. Aber ist ja auch schon richtig geil, dass man hier einfach mal so rumfliegen kann, oder? Also das gefällt mir schon ganz gut. Hier geht es irgendwie nicht weiter. Ah doch.
Ja, irgendwie. Hier klemmt's. Keine Ahnung, warum ich hier nicht weiter kann. Weil ich muss ja eigentlich da vorne dran. Ach so! Ich muss jetzt einfach so lange drehen, bis ich da dran komme wahrscheinlich, ne? Dann andere Richtung. Aber ist auch irgendwie Quatsch, ne? Warum kann ich nicht einfach... Ha! Brauchen wir das noch? Nee, oder? Tschüss! Einer reicht. Oh, ich sollte das nach oben klappen. Shit. Hat einer ein Lasso oder was? Scheiße. Lasso? Irgendwas? Scheiße, ich hab's verkackt. Nein, komm wieder zurück. Tu es mir nicht an. Also wir hätten das jetzt hier hochklappen müssen. Nee, Moment. Die Störung ist ganz komisch. Ich muss jetzt irgendwie nach rechts drücken, um nach vorne zu fliegen. Irgendwie ist das alles spiegelverkehrt. Das war doch richtig, dass wir das Ding in die Tonne hauen. Dann machen wir den doch wieder dran. Hey! Nicht. So. Nein, komm schon! Ah! Oh, cool! Und das andere müssen wir jetzt theoretisch auch noch... Hey, schmeißt man den Shit wirklich einfach in den Weltraum? Das ist aber, auch krass, oder? Naja, was willst du machen, ne? Ja, so sieht das aus. Das war jetzt so eine Mission. Und gefällt mir tatsächlich ganz gut, muss ich sagen. Also da... Das ist ja jetzt natürlich jetzt nicht so riesen geiles Game, wo du ja tausend Sachen erleben kannst und so, aber... Das hier ist ein bisschen übel. Das habe ich überhaupt nicht gerafft. Auf meinem englischen Kanal. Das werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht raffen. Irgendwie muss man dieses Raumschiff steuern. Und das hat nicht funktioniert. Ich bin dermaßen gecrashed. So. Wir können jetzt hier verschiedene Sachen, Airbrake, Cycle Camera, Ride Controller und Orientation Controls Shuttle. Also wir müssen irgendwie das Ding so bewegen und dann müssen wir verschiedene Landeanflüge machen hier und Speed Brakes machen. Aber irgendwie, naja, wir schauen nochmal. Don't forget this maneuver. You're gonna feel a roll and a yaw. Don't worry. So, das Problem ist, ich weiß nicht, wie man unten guckt, ja. Doing good. Also, der geht immer weiter hoch und ich weiß nicht, wie man jetzt nach unten schaut. Ready? Da sind wir auf jeden Fall. Oh. Oh shit, ich habe irgendwas gedrückt. Ah, Landing Gear. Oh Gott. Oh Kacke. Nein. Was habe ich getan? Ich habe den Fallschirm schon ausgefahren. Oh nein. Oh,
Nein, 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 das war nicht gut. Das war nicht gut. Nein! Ich hab's zu früh. Nein, fallen wieder ein. Nein! Scheiße, scheiße, wir landen auf dem Feld. Hochziehen! Nein! Hochziehen! Ja, 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 ja. Oh, Kacke, Mann. Da, auf dem Feldweg landen wir. Rüber, rüber! Nein! Jetzt haben wir 1000 Stunden im Weltall und jetzt sterben wir bei der Landung. Das kann doch nicht sein. Nein! Nein, 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 nein! Boah! Hey, wir haben... Hä? Jetzt kommt der scheiß Fallschirm! You've damaged the orbital structure. Naja, aber wir sind ja nicht explodiert, ne? Wir leben ja noch. Ja, auf jeden Fall musst du da dann irgendwie versuchen zu landen. Du musst zur richtigen Zeit den Parachute, ja. Was ich auch schade finde, ist, dass das nur am Anfang erklärt wird, diese ganzen Knöpfe und alles. Das würde ich mir dann wirklich wünschen, dass es auch nochmal während dem Teil da gezeigt wird. Explore Shuttle gibt es noch nicht. Da können wir irgendwann den das Space Shuttle von innen durchwandern. Das ist auch geil. Und hier kann man halt noch ein paar Sachen erfahren, zum Beispiel über die Galaxie. Das habe ich schon auf meinem englischen Kanal gezeigt. Und hier können wir jetzt anscheinend irgendwie noch die Sterne gucken in unserem Solar System. Und wir schauen mal. Wir kriegen meistens da was erzählt, ja, genau. Oder halt, ja. Draco. Yeah. Die Erde, da habe ich auch eine lange Zeit gewohnt, ey. Junge, Junge. Fiss. Ui. Jupiter. Proxima Centauri. Whoa, the Sun. Oh, shit. Krass, wie groß das alles ist. Warum ist das denn nur so krass groß? Und es geht noch weiter. 52 Millionen Kilometer. Junge, was sind das denn immer für Zahlen? Ach du Scheiße, wirklich. Da weiß ich auch nicht mehr, was man dazu noch sagen soll. Warum ist das alles so groß? Ah, das war auch dann jetzt der dickste. Also ihr habt gesehen, da kann man natürlich dann auch... Ach süß, da guck mal, jetzt sieht man mal, wie klein unsere Sonne ist. Echt knuffig. Ui. Hey, geil, und da ist die Sonne und da ist die Erde. Kann man sich einfach gar nicht so richtig vorstellen, ne? Das ist völlig verrückt. Absolut abgefahren. Ja, diese Sachen, dann kann man hier halt auch schauen. Und ja, ich finde das eigentlich ganz cool. Ne? Also Sachen, wo man so lernen kann, wo man ein bisschen schauen kann, ist eigentlich gar nicht schlecht. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Shuttle Commander, Leute. Ja, ist eigentlich ganz geil, ja, so muss ich sagen. Die Grafik jetzt so von der Außenwelt, auch beim Start haben wir das gesehen, die sieht wirklich scheiße aus. Also da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können, aber so das Raumschiff und das Innenleben, das sieht wirklich geil aus, ja. Also da kann man wirklich nicht meckern. Das ist auch schön, da so mal so den Start zu erleben und dass man dann auch ein paar Missionen machen kann. Was mir auch nicht gefällt, ist die Steuerung insgesamt. Die ist irgendwie sehr unnötig kompliziert irgendwie. Da würde ich mir einfach wünschen, dass man so den Steuerknüppel greifen könnte und so und dann hier die Tasten drücken könnte, aber dass dann irgendwie jeder Knopf von dem Index-Controller für irgendwas ist, das habe ich nach dem Start, habe ich das schon wieder alles vergessen, das ganze Button-Mapping. Ja, und das ist schade.
Ansonsten ist das aber eigentlich eine ganz feine Sache, dass man auch ein bisschen was lernen kann. Den Preis von 20 Euro finde ich ein bisschen hoch. Ich hätte irgendwas zwischen 10 oder 12 Euro gerechnet. Vielleicht wartet ihr auf einen Sale oder so. Aber insgesamt, ja, kann man wohl noch gerade akzeptieren. Was sagt ihr? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben bitte, das würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Voodoo.de